Dieses Video ist speziell für all die Menschen, die dem Ruf folgen und zu Hause bleiben und die ganze Zeit Homeoffice machen. Das heißt, sie sitzen zu Hause die ganze Zeit am Schreibtisch, können sich kaum bewegen, Sport fehlt und langsam fängt der Rücken an und die Füße fangen an. Oh Gott. Und ich möchte mit euch jetzt eine kleine Kurzgymnastik machen, die ihr einmal in einer Stunde vielleicht durchziehen könnt. Ruft dieses Video einfach auf und macht die Übung mit mir zusammen. Ja? Wir gehen einmal komplett den Körper durch. Ich möchte, dass sich euer Rücken ein bisschen entspannt, dass sich eure Waden und Knie entspannt, dass sich euer Nacken entspannt. Und dafür gibt es natürlich in Kung Fu ganz fantastische Übungen, die ich jetzt mit euch machen möchte. Als erstes fangen wir mit dem Nacken an. Ja? Der verspannt sich am meisten. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wir den Kopf zu sehr kreisen, weil das auch hier auf die Bandscheibe geht. Also wir bleiben mit der Wirbelsäule hinten relativ gerade und versuchen uns ein bisschen zu strecken. Dazu nehmen wir die rechte Hand mal nach hinten, nach unten, strecken sie nach hinten und ziehen ein bisschen die Muskeln hier lang. Die andere Hand geht hier lang und wir ziehen den Körper und den Kopf gerade. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite und wir zählen bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, drehen wir den Kopf ein bisschen nach rechts und nach links. Und wir gehen weiter in die Schultern, lockern die Schultern einfach mal in einer ganz einfachen Drehbewegung. Ja, so, und wieder zurück. Das dürfte euch auch relativ leicht fallen. Jetzt machen wir daraus eine 8, das heißt, wir gehen hier nach vorne und gleichzeitig gehen wir dann nach hinten. 1, 2, 3, 4. Und ihr werdet in dem Augenblick schon merken, dass das wunderbar für den oberen Wirbelsäulenbereich ist. Also nicht nur für den Schultergürtel, sondern hier hinten bewegt sich alles mit. Dann gehen wir darüber. 1, 2, 3, 4, 5. Andersrum. 1, 2, 3. Jetzt rollen wir die Schultern nach vorne und wir nehmen den Kopf immer mit. Ja? Denkt nicht daran, dass der Körper separat funktioniert. Das macht ihr die ganze Zeit schon, wenn ihr arbeitet. Der Körper muss sich immer ganz bewegen und ihr könnt auch hier überall rumrutschen. Und lasst euren Körper freien Lauf, lasst jeden Muskel einmal antippen. Ja? Also wir gehen jetzt mit Schultern mit, gehen dabei auch nach vorne. Mit dem Körper, wir bewegen nicht nur die Schultern, sondern wir lassen auch eine Welle durch die Wirbelsäule laufen. Okay, sehr gut. 4 und 5. Und das Ganze dann so. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt müsst ihr einmal die Kaffeetasse ein bisschen beiseite stellen. Nächste Übung, rechte Hand nach vorne ausgestreckt, linke Hand nach hinten. 1 und andersrum. 2. Wir gehen über die Mitte, über die Beine. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Und noch zweimal. 9. Und 10. Sehr schön. Gut. Die nächste Übung. Da müsst ihr die Wirbelsäule wieder mitbewegen und die Schultern auch. Wir nehmen die eine Hand nach oben, die streckt die Decke ab und die andere drückt auf den Boden. Und 1, 2, ihr müsst den Körper mitbewegen. Lasst den Körper nicht stehen und macht so, sondern dreht euch mit rein. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Nächste Übung, wir nehmen die Ellbogen vorne zusammen und in einer rollenden Bewegung. 1, Handflächen zusammen, Ellbogen zusammen. Körper macht sich ganz krumm. Wir halten in der Position kurz fest, gehen auf. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 und 9 und ein letztes Mal, 10. Sehr schön. Jetzt schütteln wir den Körper einmal durch. Wir drücken hier richtig runter. Okay, damit alles schön lockert, ein bisschen auf- und abwippen. Wenn ihr eine schöne Gasdruckfeder habt, macht das noch mehr Spaß.
hoffentlich guckt euch keiner zu, aber ihr seid ja alleine, Corona sei Dank. Ja? Das machen wir nochmal, indem wir die Hände hier auf den Seiten machen. Das heißt, oh, geh richtig runter. Einmal runterfahren. Und runter. Und runter. Wunderschön. Jetzt sind die Hände auch schon ein bisschen gelockert. Dann gehen wir in die nächste Übung. Die Finger beschränken wir. Drücken die Hände einmal nach vorne. Und nach oben. Und zwei. Drei. Vier. Fünf. 8, 9 und 10. Sehr schön. Habt ihr sehr gut gemacht. Jetzt lassen wir die Hände noch einmal auf den Knien ruhen. Atmen tief ein. Drehen die Hände nach außen mit den Handflächen nach oben. Gehen in die Mitte und reiben die Hände mal aneinander. Ja? So, ganz doll reiben, drückt ihr ganz doll. Richtig fest drücken, bis die Hände ganz heiß werden. Ja? Müssen ganz heiß werden. Und dann legt ihr sie mal in den Nacken. Und lasst die Wärme einfach mal in die Muskeln eindringen. Okay, die Übung könnt ihr ein paar Mal wiederholen. Nächste Übung ist, wir dehnen nochmal die Schulterrotatoren und strecken die Hand dafür aus, nehmen diese Seite ran und dehnen hier hinten den Rücken und die Schulter. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruhig ein bisschen mitbewegen, ja? 8, 9. Können ein bisschen wackeln. Und 10. Wer Spaß hat, kann auch mal den Elefanten dabei machen. Und locker. Sehr schön. Soweit haben wir es. Jetzt noch einmal für den gesamten Körper. Wir hatten vorhin schon das Schütteln. Das machen wir jetzt noch einmal nach vorne. Das heißt also, schiebt euren Stuhl ein bisschen vom Schreibtisch weg, dass ihr vorne Platz habt. Wir nehmen die Arme hoch, greifen, schlagen nach unten. Ja? Unten greifen wir einmal. So, dann nehmen wir die Arme hoch. 2. 3, 4 und ein fünftes Mal. Und schön nach unten strecken. Jetzt beide Arme hoch, nach oben halten. Wir strecken die Wirbelsäule. Wir gehen immer höher und höher und höher. Und wir bewegen ein bisschen seitlich die Wirbelsäule, strecken den Körper nach oben und gehen langsam wieder nach unten. So, jetzt müsst ihr euch ein bisschen fitter fühlen. Es gibt natürlich noch eine Menge mehr Übungen und wenn ihr Lust habt, zeige ich euch gerne einen zweiten Satz. Bleibt einfach dabei, gebt mir Resonanz, schreibt in die Kommentare rein oder tickert mich direkt. Vielen Dank.